Knapp jeder vierte Bürger, rund 24%, fühlt sich in Deutschland nicht sicher. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Inser Consulere ergeben. Die große Mehrheit, rund 62%, gab jedoch an, sich generell sicher zu fühlen. Der Vorsitzende der Christlichen Polizeivereinigung, Kriminalhauptkommissar Holger Klaas, räumte auf Anfrage der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA ein, dass die Polizei keinen vollumfänglichen Schutz bieten könne. Wir haben deutliche Probleme im Bereich der inneren Sicherheit in Deutschland, auf die Sicherheitsbehörden immer wieder hingewiesen haben, sagte er. So seien etwa die Eingriffsbefugnisse der Polizei in den letzten Jahrzehnten immer mehr beschnitten worden. Die deutsche Polizei darf inzwischen noch nicht einmal mehr eine Blutprobe bei einem betrunkenen Autofahrer anordnen. Hier würde er sich von der Politik mehr Vertrauen in die sorgfältige Arbeit der Polizei wünschen. Scharfe Kritik am Kurs der anglikanischen Kirche von England hat der Bischof von Burnley, Philip North, geübt. Sie kümmere sich vor allem um die Mittel- und Oberschicht der Gesellschaft und vernachlässige die Ärmsten. Das ist nach seinen Worten auch der Grund dafür, dass die Kirche trotz der vielen evangelistischen Programme weiter schrumpfe. So seien etwa die Gebühren für kirchliche Trauungen und Beerdigungen angehoben worden. North: Damit haben wir die Ärmeren aus der Kirche gedrängt. Der Theologe erinnerte daran, dass in der Geschichte der Kirche jede geistliche Erneuerungsbewegung bei den Armen und an den Rand gedrängten begonnen habe und nicht bei den Wohlhabenden und Einflussreichen. Häufig vermitteln Gemeinden den Glauben an Kinder und nicht das christliche Elternhaus. Diese Erfahrung hat Thorsten Schmidt, Referent beim Bibellesebund, gemacht. Seiner Meinung nach fordert die Bibel Eltern dazu auf, ihren Kindern Glaubensinhalte weiterzugeben. So könnten sie beispielsweise schon früh anfangen, mit ihren Kindern darin zu lesen und auf ihre Fragen eingehen. Auch Rituale und Gebetsrunden könnten helfen. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Die Bibel gibt uns ganz viele Möglichkeiten, an dieser Stelle zu antworten. Sie sagt, Glaube wird dann relevant, wenn man ihn authentisch weitergibt. Glaube soll da weitergegeben werden, wo Leben stattfindet, mitten in der Familie, im Miteinander. Es sollte ganz natürlich sein, miteinander über das zu reden, was Leben ausmacht, wo Leben herkommt, wo Leben hingeht. Als Beispiel in Familienandachten oder in Glaubensgesprächen, im Miteinander, im Alltag, auf irgendwelchen Autofahrten, bei irgendwelchen Spaziergängen, da einfach miteinander sich über den Glauben zu unterhalten und auf die Fragen einzugehen, die Kinder und Jugendliche selber stellen. Ich glaube, damit kommt man am ehesten dahin, wo man hin möchte.